Der folgende Beitrag wird Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse. In der Mayenaner Halle, der Halle 129, ging es am Wochenende so richtig heiß her. Denn für Prinz Gerd I. und seine Prinzessin Uschi I. stand die Krönung durch den Präsidenten der alte große Mayener Karnevalsgesellschaft auf dem Programm. Während der Krönungszeremonie für das Prinzenpaar entzündeten die Vorstandsmitglieder ein kleines Feuerwerk im Hintergrund. Wahrlich ein bewegender Moment, das man in Tollitäten sicher anmerkte. Da waren noch ein paar Tränchen in den Augen, ne? Aber super. Ich war einfach nur mega stolz auf meinen Prinz, weil er war der Moment, da hatten so drauf hingefiebert und hatten so gewartet, wie dann eine Feder nicht gekriegt hat, das war einfach unbeschreiblich. Da kannst du eigentlich gar kein Wort dafür finden, das war mega schön. Nach der Krönung verlas das Mayener Prinzenpaar traditionell die 11 närrischen Paragraphen, in denen das Stadtoberhaupt, Oberbürgermeister Wolfgang Treis, abgesetzt und ein neuer Förderverein ins Leben gerufen wurde. Dem Prinzenpaar zur Seite stehen die Pagen Silvia und Yvonne, der Mundschenk Detlef und ihr Hofnarr Michael. Nach der Rede des Oberbürgermeisters und diesem fulminanten Auftakt der Galasitzung hatte das Team um Präsident Christoph Schwab ein buntes Programm für die Jecken vorbereitet. So präsentierte die neue Tanzgruppe der Prinzengarde Mayen ihr Können, genauso wie die Menia Mädche, die das närrische Publikum mit allerlei akrobatischen Einlagen fesselte. Dieser Beitrag wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Mayen. Wenn es um Geld geht, Sparkasse.